Sportblick wird Ihnen präsentiert von Hidkamp GmbH, EDV-Beratung und Lösungen. Hidkamp GmbH. Mit uns als Softwareunternehmen an Ihrer Seite schaffen Sie den Sprung nach vorne. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sportblick und wir sind nach Heiden gefahren. Wir beobachten nämlich heute das erste Rückspiel Viktoria Heiden gegen Spielvereinigung Vreden. Das Hinspiel ging übrigens 5:1 für die Vredener aus. Insgesamt haben die beiden Teams 9-mal bereits in Meisterschaften gegeneinander gespielt und das Ergebnis momentan aktuell sieht positiv für die Vredener aus. Wenn wir mal gucken, 4-mal hat Vreden gewonnen, 3 Unentschieden gab es, 2 Niederlagen. Das Torverhältnis spricht auch klar und deutlich für die Spielvereinigung Vreden, nämlich 18:9. Aber alles ist Makulatur, denn es beginnt hier wieder ein neues Spiel, neue 90 Minuten, um mal sehen, was das hier heute gibt. Außerdem im Programm haben wir natürlich das noch. Volleyball, zweite Bundesliga, Frauengruppe Nord, der Tabellenführer Skurios Wollis Borken empfängt TV Gladbeck, eine Mannschaft gegen die, die Skurios noch nie gewinnen konnten in der zweiten Liga. Wie es diesmal ausgeht, dazu später mehr. Aber wir gehen jetzt rein in die Partie Viktoria Heiden gegen Spielvereinigung Vreden. Heiden in traditionellem Schwarz-Weiß, zunächst von links nach rechts spielend, will sich nicht, wie es in der Presse vorher gestanden hat, noch einmal von Vreden überrumpeln lassen. Beide Teams versteckten sich nicht, begannen offensiv, spielte mit offenem Visier, kein vorsichtiges Abtasten, sondern sofort Vollgas-Fußball. Die rund 200 Zuschauer im Volksbankstadion sollten ihren Besuch nicht bereuen. Sie bekamen tollen Fußball geboten. Vredens Trainer Markus Feldkamp von Beginn an aktiv, analysierte sofort das Verhalten seiner Mannschaft, gab umgehend Anweisungen, wie das Spiel laufen sollte. Die 6. Spielminute, Vreden im Vorwärtsgang, im Mittelfeld. Schönes Kurzpassspiel. Korthals auf Müllers, der zieht nach innen. Korthals verstolpert hier. Die Gelegenheit für Heiden, schnelles Umschalten auf Angriff. Markus Seier, Oenning, die Flanke noch zu ungenau. Hahn kann klären. Das zeigt, wie offensiv beide Mannschaften ausgerichtet sind. Einwurf Heiden, Daniel Seier. Vreden bekommt den Ball nicht weg. Brockmann setzt sich gegen Okuyama durch. Zieht ab, wieder klärt Hahn. Der Ball noch heiß und an dieser Situation zu sehen, hier wird sich nichts geschenkt. Und das zog sich durch das gesamte Spiel. Heiden kommt langsam besser ins Spiel. Sehr zur Freude von Heidens Trainer Harald Kartemann, der ruhig und gelassen am Spielfeldrand steht. Die 12. Spielminute, Möllmann und Klein-Günnewig springen hoch. Klein-Günnewig kommt unglücklich auf, verdreht sich den rechten Fuß. 3 Minuten musste er behandelt werden, ehe das Spiel weitergehen konnte. Aber ohne ihn, für ihn kam Oppenkamp in die Partie. Kurz darauf Vreden über links mit Möllers. Wird hier gefoult von Markus Seier. 2, die sich häufiger während der Partie überm Weg liefen und an diesem Tag nicht die besten Freunde wurden. Wenige Sekunden später wieder das Duell Seier-Möllers. Auch wenn es hin und her ging, so wirklich richtig dicke Chancen hat sich keines der beiden Teams herausgespielt. Beide Abwehrreihen standen gut. Die 25. Spielminute, Freistoß Heiden. Vreden noch nicht sortiert und das nutzt Daniel Seier, der schnell ausführt. Möllmann, er versucht es und Steiner, auch genannt Pommes, will klären. Der Ball bekommt dadurch eine andere Flugkurve. Ottig
ohne Chance. Plötzlich steht es 1:0 für den Gastgeber. Heiden mit der 1:0-Führung im Rücken mit noch mehr Druck. Möllmann mit dem nächsten Versuch aus der Distanz. Und wieder Möllmann, der hier verstolpert. Openkamp rennt einfach mal los, spurtet über 50 Meter. Spielt dann nach rechts auf Möllers. Korthals und Grubbe kommen nicht heran. Korthals. Grubbe eine kleine Drehung. Terlau mit einer Glanzparade verhindert das 1:1. Das war's in der ersten Hälfte. Heiden führt verdient mit 1:0. Zweite Halbzeit. Die Antwort auf die Frage, wie kommt Frieden aus den Kabinen? Diese Antwort war schnell gegeben. Mehr Biss und präsenter. Den Druck, den die Friedener nun ausübten, das schmeckte Heiden überhaupt nicht. Jetzt kamen auch immer mehr Nicklichkeiten hinzu. Es wurde ruppiger und der Unparteiische aus Münster hatte nun viel zu tun. 11 Minuten sind in der zweiten Halbzeit gespielt und die erste gute Chance für Frieden. Terlau auf dem Posten. Kurz darauf Heiden mit der Chance auf 2:0 zu erhöhen. Doch auch im Friedener Kasten steht mit Otting ein guter Keeper zwischen den Pfosten. Es war eine völlig veränderte zweite Halbzeit. Das, was Frieden in Halbzeit 1 vermissen ließ, versuchte die Spielvereinigung nun in Halbzeit 2 nachzuholen. Doch die Chancen, die sie hatten, ließen sie liegen. 64. Spielminute, Freistoß Heiden. Getreten durch Brockmann. Daniel Seyer mit dem Kopf, aber kein Problem für Otting. Dann Freistoß auf der anderen Seite für Frieden und wieder Chance zum Ausgleich vertan. Die folgende Szene zeigen wir nicht ganz ohne Grund, denn sie ist ausschlaggebend für das nächste Foul mit Folgen. Möllers wird hier gefoult und kurz darauf legt Möllers Golinia. Dafür bekam Möllers den ganz roten Karton. Frieden damit in Unterzahl in den letzten 18 Minuten. Dennoch Frieden weiter am Drücker mit einigen guten Chancen. Nur ein Tor wollte den Gästen nicht gelingen. Die 86. Spielminute, Heiden über rechts. Friedens Abwehr bekommt den Ball einfach nicht weg. Und dann ist es Oenning, der freistehend zum 2:0 einköpfen kann. Das war der Deckel, der noch fehlte, um alles dicht zu machen. Am Ende gewinnt Heiden mit 2:0, obwohl, wenn man beide Halbzeiten zusammen sieht, ein Unentschieden gerechter gewesen wäre. Ja, so wie ich das vor dem Spiel schon gesagt habe, die Karten werden neu gemischt und die Karten wurden neu gemischt und es gibt 9 Gewinner, nämlich der neue Gewinner heißt Viktoria Heiden. Erstmal Gratulation zum 2:0 Erfolg. Harald, nach der ersten Halbzeit hätte ich gesagt, okay, völlig verdient. Nach der zweiten Halbzeit habe ich gedacht, unentschieden wäre, glaube ich, gerechter gewesen. Ja, wie gesagt, Frieden hat zweite Halbzeit sehr, sehr viel Druck gemacht. Wir haben das Glück, dass wir mit einer Halbzeit oder mit einer Führung in die Halbzeit gehen, was für unser Spiel natürlich wichtig war, weil die Friedener ja fußballisch natürlich besser waren. Das wussten wir vorhin, sie stehen nicht zu Unrecht so weit oben in der Tabelle. Wie gesagt, dann haben wir natürlich auch das Glück, dass wir ja dann nicht den Ausgleich bekommen, weil dann kann so ein Spiel auch nochmal komplett drehen, weil die Klasse hat Frieden einfach. Und wie gesagt, trotzdem bin ich natürlich sehr zufrieden mit meiner Mannschaft und dass wir auch mit dem Sieg in die Winterpause gehen, mit Blick auf ja, die anderen Mannschaften, die unten auch fleißig punkten, ist es natürlich sehr, sehr wichtig. Und von daher freuen wir uns heute einfach und sind, gehen jetzt ganz beruhigt in die Winterpause. Ja, einer, der sich nicht freut, ist Markus. Markus, unentschieden wäre sicherlich gerecht gewesen. Auch Harald sagt schon, zweite Halbzeit, Frieden einfach bissiger gewesen. Woran hat es denn gelegen, dass ihr in der ersten Halbzeit nicht diesen Biss gehabt habt? Ja, weil meine Spieler es nicht verstanden haben, worum es geht hier in Heiden. 5-1 Hinspiel, da wurde schon wieder in der Trainingswoche viel drüber gesprochen. Ja, wir haben einfach den Kampf nicht hier angenommen. Ne? Es,
Es wird halt viel darüber geredet, dass wir eine spielerisch gute Mannschaft sind. Aber die Grundtugenden, die haben in der ersten Halbzeit nicht gefehlt. Heiden spielt mit vielen langen Bällen, das war uns klar. Wir wollten das Zentrum dicht machen, haben wir nicht hinbekommen. Viele zweite Bälle nicht bekommen. Gehen dann durch ein Eigentor in Rückstand, was natürlich dann auch Heiden die Karten spielt. Wir sind erste Halbzeit einfach in Schönheit gestorben und das kann ich so nicht akzeptieren, habe ich den Jungs auch in der Halbzeit gesagt. Zum Schiedsrichter möchte ich gar nichts sagen. Also, was sich hier abgespielt hat, selten so gesehen in der Konstellation, aber ich möchte da nichts zu sagen, weil es mir zu bieder ist, solche Dinge zu kommentieren, so einfache Dinge, Elfmetersituationen, rote Karten und solche Sachen. Also ich vom Spielverlauf finde ich auch, dass es ein Unentschieden ist, aufgrund der zweiten Halbzeit. Der Niki Grube kratzt das Ding einmal mehr oder weniger von der Linie runter. Wenn wir da das 1-1 machen, denke ich, haben wir auch die Qualität, dann noch das 2-1 zu machen. So müssen wir öffnen nach der roten Karte, auch vom Spielstand, dann geht es 2-0 aus. Ja, haben noch einen verletzten Spieler mit dem Alex Buning, also ja, nicht so optimal gelaufen für uns, aber wie gesagt, die erste Halbzeit, die stört mich permanent. Und das habe ich den Jungs auch gesagt. Also wir müssen nicht meinen, dass wir alles spielerisch lösen können. Dafür sind wir auch nicht spielerisch so stark, wie viele auch meinen. Wir sind zwar gut, aber solche Spiele müssen wir dann halt auch gewinnen. Und kriegen wir nicht hin und deswegen auch aus meiner Sicht dann verloren. Und ob dann die zweite Halbzeit besser war oder nicht, interessiert mich jetzt gar nicht. Also in den ersten 20 Minuten habe ich gedacht, boah, super Spiel. Zwei Mannschaften sofort mit wirklich mit einem offenen Visier gespielt. Kein taktisches Verhalten irgendwo, erstmal abtasten, sondern sofort volle Pulle gespielt. Und dann habt ihr euch langsam so Chancen erarbeitet, seid besser ins Spiel gekommen. Was war da ausschlaggebend? Ja, es war ausschlaggebend. Ich sag mal, Markus ja schon angesprochen. Ich sag mal, wir haben dann doch viele zweite Bälle bekommen, wo wir dann auch Möglichkeiten gehabt haben, abzuschließen. Wir hatten nicht unbedingt viele rausgespielte Chancen, das muss man auch ganz klar sagen. Wie gesagt, man muss dann auch immer sehen, was man macht mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat, sprich vom Spielermaterial her. Wie gesagt, wir haben eine geschlossene, gute Mannschaft, gar keine Frage. Aber nur so können wir auch Spiele bestehen. Und das hat man von der ersten Minute an heute gesehen. Wie gesagt, dann sind wir auf die zweiten Bälle gegangen und haben dann ein paar Abschlüsse gehabt. Da haben natürlich Glück, dass so ein Ball reinfliegt, das muss man auch ganz klar sagen. Und dann das, was ich eben gesagt habe, spielt uns das natürlich in den Karten. Wir konnten weiterhin konzentriert uns auf die Abwehrarbeit verlassen, was natürlich sehr, sehr schwer war, zweite Halbzeit, weil die Freden nach viel Druck gemacht haben. Und so läuft so ein Spiel dann halt mal für uns. Wie gesagt, wenn man so ein Spiel dann auch mal in Rückstand gerät, dann läuft so ein Spiel wie so im Hinspiel und dann ist es auch schwer, Freden zu stoppen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, heute sind wir die Sieger, auch wenn ein bisschen glücklich. Ja, mich freut es einfach nur. Jetzt kommt die Winterpause. Wie froh bist du? Ja, wie froh bin ich? Also verletzte, angeschlagene Spieler, ich denke, hat jeder. Wir werden ein paar Hallenturniere spielen, obwohl da werden viele Spieler geschont, dass wir im neuen Jahr wieder angreifen können. Ja, für mich persönlich, also ich werde da nicht richtig abschalten. Ich bereite mich auf die neue Saison vor, auf die Rückrunde, in der Hoffnung, dass wir noch besser werden. Da trainieren wir jede Trainingseinheit dran und da freue ich mich schon drauf. Und vor allen Dingen auch auf die kommende Saison. Du hast vor kurzem deinen Vertrag verlängert. Ja, für 2 Jahre, genau, weil ich einfach die Perspektive sehe. Ich hatte auch Angebote von anderen Vereinen, aber das Gesamtkonzept hat mich überzeugt in Freden. Deswegen bin ich auch nach Freden gekommen, um da was zu bewegen. Wir bewegen einiges. Wir haben auch noch viel Luft nach oben, das muss man auch sagen. Aber das Konzept, das hat mich einfach überzeugt und die Perspektive, was wir in den nächsten 2 Jahren vorhaben. Wie sieht es in Heiden aus? Die Frage an dich gerichtet. Wirst du auch deinen Vertrag nochmal verlängern? Ja. Ich werde auch nächste Saison noch in Heiden tätig sein und wie gesagt, hoffe einfach, dass wir dann genauso gute Mannschaft an den Start bringen. Aber wie gesagt, das sind dann Zukunftsmusik, die wir dann im Winter klären und ja, alles andere wird sich zeigen. Und eure Winterpause, wie sieht die aus? Ja, ganz ruhig. Die Jungs haben jetzt erstmal ein paar Wochen frei. Wir werden Mitte Januar wieder anfangen zu trainieren und dann werden wir uns intensiv auf die Rückrunde vorbereiten. Aber für mich ist es jetzt erstmal ein bisschen abschalten und dann mit Vollgas in die Rückrunde. Ja, dann wünsche ich euch beiden gutes Abschalten, frohe Festtage, guten Rutsch ins neue Jahr und vor allen Dingen für die kommende Saison oder für diese Saison noch weiterhin alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Genau. Und für uns heißt das, wir machen jetzt eine kurze Pause, sind gleich wieder zurück. Ja.
Sportblick wird Ihnen präsentiert von Hitkamp GmbH, EDV-Beratung und Lösungen. Hitkamp GmbH. Mit uns als Softwareunternehmen an Ihrer Seite schaffen Sie den Sprung nach vorne. Darf es ganz individuell sein? Ein Schrank? Ein Treppenhaus? Ihr ganz persönliches Möbelstück? Holz ist unser Material und wir möchten, dass sich Ihre Träume in Holz verwirklichen. Tischlerei Tenhagen. Wohlfühlen mit Holz. Rufen Sie an. Wir beraten Sie gerne. 02543 218373. Wir freuen uns auf Sie. Sportblick wird Ihnen präsentiert von Hitkamp GmbH, EDV-Beratung und Lösungen. Hitkamp GmbH. Mit uns als Softwareunternehmen an Ihrer Seite schaffen Sie den Sprung nach vorne. Wir sind wieder zurück und damit noch einmal willkommen zum Sportblick. Und jetzt geht es in die zweite Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen. Und da spielen die Damen aus Borken, die Skurios Volleys Borken, eine grandiose Saison bislang. Aus den 11 Spielen bislang 29 Punkte geholt. Tabellenführer in der zweiten Bundesliga Nord. Damit hätte vor Saisonbeginn sicherlich keiner gerechnet. Und bis dato gab es auch noch zwei Angstgegner in dieser Liga. Das eine ist Köln und deswegen sage ich jetzt mal gab, denn Köln wurde vor einer Woche mit 3:1 bezwungen. Und der zweite Angstgegner, das ist der TV Gladbeck, also die Gladbeck Giants. Und auch da konnten die Skurios Volleys bislang nicht ein einziges Mal gewinnen. Nur einen einzigen Punkt haben sie geholt beim letzten 3:2 Erfolg der Gladbeckerinnen. Und genau dieser Angstgegner, der war diesmal nach Borken gekommen, um möglicherweise wieder Punkte zu entführen. Oder gelingt es den Borkenerinnen, auch diesen Gegner erstmalig zu bezwingen? Die Antwort, die gibt's jetzt. Es war wieder mal voll im Hexenkessel Mergelsberg Sporthalle. Die Ersten, die wollten schon gegen 15 Uhr rein und um 18.45 Uhr sah das hier so aus, nur noch wenige Plätze frei und um kurz nach 7 Hütte voll, 808 Zuschauer wollten sich dieses Derby nicht entgehen lassen. Darunter auch viele Fans der Gladbeck Giants. Und die sahen zunächst ein Team, das scheinbar vom Tabellenführer Skurios Volleys Borken diesmal bezwungen wird. Die Borkenerinnen führten schnell mit 4:0, was Gladbecks Coach Aktogan zur ersten Auszeit veranlasste. Eine Auszeit mit Wirkung, denn Gladbeck holte Punkt um Punkt, ging mit 5:4 in Führung. Doch dann spielten die Borkenerinnen wieder wie gewohnt souverän sicher. Borkens Anhang zufrieden. 10:7 Führung für die Skurios-Damen. Wunderschöner Abschluss von Lynn Brakis, die den Ball genau platzierte. Unerreichbar für Gladbecks Lea Adolf. Borken mit tollem Spiel zog nun stetig davon und nach 21 gespielten Minuten beim Stande von 24:12 der erste Satzball. Dieser Ball geht ins Aus, 25:12, Satz 1 gewonnen. Und nach diesem ersten Satz keimte nun Hoffnung auf, dass man nach dem Köln-Spiel nun auch gegen den zweiten Angstgegner Gladbeck bestehen könnte. Doch was nun kam, war alles andere als top. Borken verliert im zweiten Satz den Faden, findet nicht richtig ins Spiel. Gladbeck hat sich nun gut auf das Borkener Spiel eingestellt. 6:12 aus Borkener Sicht. Und hier ein wunderschöner Ballwechsel. Hoffnung bei den heimischen Fans, dann sogar Führung, 13:12. Die Hoffnung war aber dann schnell wieder dahin. Die Giants zogen davon, 19:24, Satzball Gladbeck.
Gladbecks Anhang war sich sicher, dieser Satz, der geht an die Giants. Und so war es dann auch. Den ersten Satzball verwandelten die Giants damit Satzausgleich. Das, was im zweiten Satz schlecht gelaufen ist, das funktionierte im dritten Satz wieder. Borken fand den Rhythmus, führte kurz vor Schluss gar mit 10 Punkten. 18-8. Gladbeck schaffte es nochmal ein paar Punkte zu holen. Am Ende sicherten sich die Skurriosdamen den dritten Satz mit 25-14. Also wieder ein deutlicher Satzgewinn, wie schon im ersten Satz. Sicherheit hat das aber den Borkenerinnen überhaupt nicht gegeben. Unverständlich, dass man im vierten Satz wieder ähnlich spielte wie schon im zweiten. Der Beginn war jedoch noch vielversprechend. Da lächelte Borkens Coach Udo Jeschke noch. Zuversicht strahlte er aus, doch das Lächeln und seine Zuversicht, die verschwanden mit der Zeit, so wie auch beim Borkener Anhang. Denn es war wie im zweiten Satz. Jetzt die Gladbeck Giants. Wieder die bessere Sechs auf dem Feld. Unerklärlich dieser Wechsel im Borkener Spiel. Licht und Schatten wechselten sich in dieser Partie ab. Der Tabellenführer wirkte überhaupt nicht souverän. Lag es am Gegner? Der auf alle Fälle zog einsam davon. Zwischenzeitlich mit 9 Punkten vorne. Es sah in diesem Satz nach einem ganz deutlichen Satzgewinn für Gladbeck aus. Beim Stande von 10-9 konzentrierten sich die Borkenerinnen nochmal, schafften es dennoch nicht, den Giants den Satz wegzuschnappen. Gladbeck sicherte sich Satz Nummer 4 mit 25-18. Das hieß nun, der Match-Tiebreak musste her und er begann gut für Borken. Borken ging mit 3-0 in Front. Gladbecks Coach Aktogan nahm eine Auszeit und meistens konnte er seine 6 während der Auszeit immer wieder gut einstimmen und auch diesmal funktionierte es. 4 beide, diesmal nahm Borkens Coach Jeschke eine Auszeit. Mit Erfolg der nächste Punkt an Borken 5-4. Es wurde gekämpft um jeden Ball. Beide Teams gaben nie auf. Hinter jedem Ball wurde gehechtet, gesprungen. Diesmal mit dem Punkt für die Giants. Weder Borken noch Gladbeck konnten sich wirklich absetzen. Und dann plötzlich 3 Matchbälle für die Skurrios. Wallis Borken 14-11. Unglaublich die Nervenstärke der Gladbeck Giants, die nochmal zurückkamen. Alle 3 Matchbälle abgewehrt und dann plötzlich Matchball Gladbeck. Und dann war es passiert, die Giants entführen 2 Punkte, den Tabellenführer bezwungen. Und man sieht die Enttäuschung dem Borkener Coach Udo Jeschke an. Trotz allem, die Borkener Fans feierten nach dem Match ihr Team. Udo, das war nicht euer Tag, glaube ich. Wenn man das ganze Spiel verfolgt hat, erster Satz top. Zweiter Satz Mist, dritter Satz top, vierter Satz Mist. Da habe ich schon gedacht, okay, wenn es jetzt im Match-Tiebreak reingeht, top. Aber 4-mal Matchball abzugeben. Ja, das war schon, da hast du recht. Wir haben heute sehr unstet gespielt, wenn man das mal so ganz einfach sagen kann. Wir haben nicht durchgezogen, wir haben nicht die Körperspannung so gezeigt, wie es erforderlich ist, dass man sagt, okay Leute, komm, wir haben jetzt den ersten Satz und auch den dritten Satz, das ziehen wir so durch. Wir sehen ganz genau, wo wir sind und was wir spielen können. Auf der anderen Seite haben wir aber auch einen sehr starken Gegner gehabt, das darf man nicht vergessen. Das lag nicht nur an uns, es wäre schön, wenn es so wäre. Die haben einen sehr guten Block, zunehmend besseren Block gemacht. Sie haben sehr druckvolle Aufschläge gespielt, sodass wir kaum schnelle Bälle spielen konnten. Ich habe das immer wieder gefordert, aber da waren wir nicht dazu in der Lage. Und es lag an dem Gegner auch, dass sie Stück für Stück besser reingefunden haben. Sie haben ihre Aufschlagtaktik wurde immer besser, sodass wir keinen Schnellangriff mehr machen konnten. Sie haben uns geblockt und haben uns da vielleicht ein bisschen was von genommen, von unserer Moral. Und letzten Endes, ja, wir haben es nicht durchziehen können. Also man hat es ja auch hier im letzten Satz gesehen, was du auch gesagt hast, wir haben 4 Satzbälle gehabt sogar, ja. Ich dachte nur 3, aber 4. Hätte man einfach nur einen Deckel drauf machen müssen. Aber da hast du gesehen, okay, wir sind noch nicht ganz so weit. Aber es war ganz nah davor, dass wir sagen können, auch solche Spiele gewinnen wir, egal. Ja, trotzdem stelle ich mir die Frage, warum
so wechselhaft gespielt. Einmal top, einmal flop. Sagen wir mal so, die Saison ist relativ lang und man kann nicht eine Topform dauernd spielen an unserer Grenze. Wir haben öfter an unserer Grenze gespielt. Kein Mensch hätte gedacht, dass wir heute hier stehen mit 30 von 36 möglichen Punkten. Das muss man auch mal sagen. Es ist eine Riesenleistung von der Mannschaft. Wir haben wirklich viel Arbeit geleistet und da kann man auch mal ein bisschen schwächeln. Herbstmeisterschaft könnte man ja immer noch feiern, obwohl Leverkusen hat ja noch ein Spiel vor sich. Aber ich denke, das Satzverhältnis sieht eigentlich ganz gut aus für euch, dass ihr zumindest Herbstmeister seid. Gratulation. Kann man da überhaupt gratulieren? Nein, es ist schön, oben zu stehen. Ja, wirklich ganz im Ernst. Wir haben unser Saisonziel, ich bin immer auf dem Boden geblieben, ist unter die ersten fünf, beziehungsweise fünf, an die fünf ranzukommen, die Big Five zu ärgern. Und das ist uns bis hierhin super gut gelungen. Hier, das hätte ich jetzt noch gerne gehabt. Ja, ist okay, aber Herbstmeister spielt keine große Rolle, überhaupt nicht. Man kann sich freuen, dass man da oben steht. Es geht dann sofort weiter. Nächste Woche sind wir hier wieder gegen Köpenick. Da fängt die Rückrunde an. Da ist jetzt kein Staub. Danach haben wir eine Woche mal Pause. Dann geht es schon wieder los. Also ausruhen können wir uns nicht. Wir können auch mal nicht so gut spielen wie heute. Es war aber auch knapp. Wir haben auch wieder einen Punkt geholt. Also trotzdem, ich muss sagen, ich bin zufrieden. Ich hatte gehofft, es wird die Saison, dass man die Angstgegner besiegt. Man hatte vorher gegen Köln ja nicht gewonnen, dann endlich im fünften Spiel, im fünften Aufeinandertreffen endlich gewonnen und dann auch noch deutlich 3-1. Das gleiche galt wie gegen Gladbach auch. Alle vier Spiele vorher verloren. Man hätte das ja heute dann auch gewinnen können. Aber bleibt Gladbach ein Angstgegner? Nein, das würde ich jetzt so nicht sehen. Also nicht, weil Gladbach Gladbach ist und weil der Name Gladbach ist. Da sind vielleicht einzelne Konkurrenzen unter den Mädels, aber das ist ja auch gut so, das belebt das Geschäft. Also Angstgegner, von dem würde ich nicht sprechen. Das sind die Statistiker. Ich will das Spiel sehen, ich will sehen, dass die Mädels, dass wir gute Arbeit leisten. Dafür sind wir da und dass wir ein gutes Event den Zuschauern bieten. Das bringen wir auch, das haben sie gesehen. Wir haben unser Bestes gegeben und wenn es mal nicht langt, ich bin enttäuscht, klar, von der Niederlage her, aber wir haben einen Punkt mitgenommen. Ich sag mal, gar nicht so schlecht. Wir sollen auch auf dem Boden bleiben und ein bisschen demütig sein und weiterarbeiten, dann ist alles gut. Wenn man das so zwischen den Zeilen so ein bisschen raushört, bist du vielleicht sogar ganz froh, dass es mal so ein Spiel gegeben hat, um den Mädchen auch zu zeigen, deinen Mädels zu zeigen, es läuft nicht immer alles so, wie ihr das gerne hättet. Ja, man kann daraus lernen. Wir haben es ja in einzelnen Sätzen gegen andere Gegner auch schon gehabt. Dass in dem Moment, wo wir Spannung mit unserer Körperspannung nachlassen, dass wir uns nicht mehr fokussiert ins Spiel begeben, dass wir nicht mehr zum Aufschlag so gehen, wie wir das gewohnt sind und wie wir das können, wenn wir da nachlassen, ein bisschen nachlassen, dann fehlt so ein Stück in der Abwehr, fehlt so ein Stück im Block, ein bisschen Reaktionsgeschwindigkeit und dann sind die Bälle nicht mehr so genau. Und das ist genau das, hast du recht. Das lernen wir immer wieder und das ist aus diesen Niederlagen lernen wir auch. Und das nehmen wir auch mit, ja. Dann lernt man fleißig gegen Köpenick, geben die nächsten drei Punkte hoffentlich. Wir werden uns anstrengen, da könnt ihr euch drauf verlassen. Alles klar. Trotzdem viel Erfolg und vielen Dank für die bisher Top-Saison. Dankeschön. Es hat nicht sollen sein, mein Gott, nee. Matchbälle verhauen. Das heißt, zumindest dieser Angstgegner bleibt weiterhin Angstgegner oder wie Udo das gesagt hat, es ist nicht unbedingt ein Angstgegner, aber gegen Gladbach wieder mal nicht gewonnen. Das heißt, das fünfte Spiel gegen Gladbach, Niederlage. Leider, so ist es nun mal, aber nichtsdestotrotz, Kurios Wollisborgen, bislang eine Top-Saison gespielt. Am kommenden Samstag heißt es für die Borkenerinnen dann gegen Köpenick ran und im Hinspiel gab es ja einen 3:0-Erfolg über Köpenick und zwar in Köpenick und hoffentlich heißt es dann auch wieder 3 Punkte. Das war's mit unserem Sportblick. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen, dann geht es um Fußball, wer hätte das gedacht. Aber dann gehen wir in die Halle. U17 Jugendturnier und zwar in Dorsten mit top besetzten Mannschaften bei den Mädels. Das war's mit dem Sportblick. Machen Sie es gut. Bis denne. Ach ja, danke fürs Zuschauen und tschüss.
Sportblick wurde Ihnen präsentiert von Hitkamp GmbH, EDV-Beratung und Lösungen. Hitkamp GmbH. Mit uns als Softwareunternehmen an Ihrer Seite schaffen Sie den Sprung nach vorne.